Bürgermeister Alfredo Rosenmeier lud zu seinem traditionellen Bürgermeisterfrühschoppen in den Stadtpark. In gemütlicher Atmosphäre wurde gemeinsam der 1. Mai gefeiert. Bürgermeisterfrühstück in Ebenfurt. Kein Fest für den Bürgermeister natürlich, sondern für die Bürgerinnen und Bürger, die trotz der etwas durchwachsenen Temperaturen in den Stadtpark Ebenfurt gekommen waren. An und für sich machen wir das traditionell am 1. Mai. Stadtpark bietet sich natürlich an. Wir haben den Arbeitermusikverein Neufeld, weil wir immer in Kooperationen mit unserer Nachbargemeinde, der Stadtgemeinde Neufeld, stehen. Und das leben wir heute ganz einfach. Unter schönen Himmel, nicht so wie gestern. In den 50er Jahren hat es das schon gegeben. Da hat es allerdings noch anders ausgeschaut. Und ja, heuer ist es so, es wird natürlich auch die Europawahl angesprochen am 26. Mai, die sehr wichtig ist für ganz Europa, nicht nur für Österreich. Aber es ist halt ganz einfach wichtig und ich hoffe, die Leute werden munter und gehen auch zur Wahl. Und bei uns ist es so, wir bieten halt dann immer was zum Essen an. Und die Leute kommen ganz gern, weil sie wissen, die Schnitzel und die Burger, die sind sehr gut bei uns. Und wir haben auch immer selbstgemachte Mehlspeisen, die von den Leuten gern geholt werden und die werden sogar noch ausgenommen. Zünftige Gänge von der AMV Blasmusikkapelle, die im Pavillon aufspielte. Und die Gäste drängten sich bei den vielen Standeln. Hungrig musste da wohl keiner nach Hause gehen. Herr Vizebürgermeister, Sie und Ihr Sohn machen heute ganz eigenartige Corn Dogs. Genau, ja, wir haben das im Fernsehen gesehen und haben es zu Hause einmal ausprobiert und es hat uns sehr gut geschmeckt und somit haben wir gesagt, am 1. Mai werden wir das den Gästen aufwarten. Wie lange wird es heute dauern? Solange uns die Gäste die Treue halten, also es kann durchaus etwas später werden. Wie viele Schnitzeln haben Sie in der Reserve? Es muss auf jeden Fall genug sein, wir haben über 30 Kilo Schnitzeln. Also, es wird sich für jeden ausgehen. Ihr ganzes Team ist unterwegs, in jeder Hütte gibt es was Leckeres zu verkosten. Die SPÖ kann gut kochen. Also ich werde von Hütte zu Hütte gehen und der mich kennt, der nimmt das auch ernst. Ich habe noch überall einen guten Gast abgegeben und ich habe schon ein bisschen an Hunger heute und den werde ich auch stillen. Sie haben mir gesagt, Sie haben den schwarzen Pullover heute an, um schlank zu sein. Hat das mit dem Essen zu tun? Ich mag es auf die elegante Art und Weise. Politisch müsste ich sagen, steht diese Farbe bei mir unter Artenschutz. Aber ich sage das ganz einfach so, wie es ist. Schwarz macht schlank.